Ja, moin und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Spieltagsanalyse, Heimspiel gegen Karlsruhe. Ja, die Anfangsphase ist wie immer, wir haben verpennt. Wir pennen eigentlich fast immer. Warum? Keine Ahnung, warum sind die eigentlich nicht von 0,1 da? Weiß ich auch nicht. Wir haben mal wieder ein Tor in der Frühphase kassiert, in der 11. Minute. Super, danke, das war es dann ja mal wieder. Haben wir uns ja auf den Abend haben wir uns ja gestern dann gefreut schon. Ne? Und sorry übrigens wegen den Lichtverhältnissen. Es ist tiefstehende Sonne und ja, kann ich nicht ändern jetzt gerade. Ich habe schon die Bildschärfe, also den Kontrast runtergedreht. Aber wenn es ein bisschen überstrahlt, tut mir leid, das muss ich dann in der Nachbearbeitung nochmal irgendwie fixen. Ja, auf jeden Fall 11. Minute 1-0 Karlsruhe. Wir fanden das nicht so toll. Ungefähr 750 Karlsruher Fans waren auch im Stadion. Ja, und dann haben wir die erste Hälfte, so die ersten 25 Minuten anscheinend auch nichts hingekriegt, weil wir haben halt wieder viel versucht, aber auch keinen Fortschritt gehabt. Und Karlsruhe hat uns halt dann gepresst, weil sie dann halt gesehen haben, dass wir irgendwie nichts auf die Kette kriegen, wollten dann unbedingt noch das 2-0 machen. Oh, Gott sei Dank haben wir das nicht hingekriegt. Also hat Karlsruhe das nicht hinbekommen. Ja, und ansonsten, was haben wir sonst noch so? Eigentlich war dann Halbzeit, weil war nicht viel großartig. Eine Chance hatten wir, eine einzigste hatten wir, die wir nicht genutzt haben. Ja, ne? Hundertprozentige müssen wir nicht nutzen, das ist nur eine Empfehlung. Ja, zweite Halbzeit sind wir tatsächlich mal besser gestartet, wie immer. Und da haben wir dann, sind wir dann hingegangen und haben uns zusammengerissen, haben die Taktik ein bisschen umgestellt. Also Stefan Leitl hat die Mannschaft auf eine andere Strategie eingestellt, hat ein paar neue Spieler eingewechselt und schon hat es funktioniert. Also fürs erste Mal nicht, aber später dann. Ja, was haben wir? 2-0. Karlsruhe hat uns dann sogar tatsächlich das 2-0 eingeschenkt gehabt. Fanden wir natürlich noch geiler. Mit der gerade umgestellt 2-0. Toll, super, haben wir uns da auch alle gedacht. Läuft ja heute. Ist ja ein geiles Spiel. Muss man heute dabei gewesen sein. Ja, und dann hat unsere Mannschaft, ist dann irgendwie doch durch die Umstellung aktiver geworden, aufgewacht, richtig aufgewacht, war dann da und hat plötzlich dann Karlsruhe in die Defensive gepresst. Wir dachten, ups, was war denn jetzt auf einmal los? Ja, und diese Taktik und Mannschaftsumstellung hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich den Anschlusstreffer geschafft haben. Oh Wunder, was wir nicht alles gemacht haben. Ja, und auch da ist es dann so, du kannst es irgendwann erzwingen, aber auf Dauer geht das nicht gut. Du musst schon auf Dauer in der ersten Halbzeit musst du schon den Ausgleich machen, sonst funktioniert das nicht, sonst läuft das nicht. Sowas wie Karlsruhe oder sowas, das kannst du nächste Woche zum Beispiel in Kiel, im letzten Auswärtsspiel der Saison, in Kiel kannst du das so nicht bringen, weil Kiel überrollt dich dann. Kiel ist mental und auch spielerisch dies Jahr so stark geworden, die bügeln dich ab, also die fahren mit dem Bulldozer über dich. Da musst du von Anfang an 100% im Kopf haben und nicht nur 80%. Ja, Karlsruhe wieder zurück. Anschlusstreffer. Wie geht's weiter? Ja, kann ich dir sagen. 4 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Und
auf einmal liegt der Ball im Tor und wir haben den 2-2-Ausgleich. Ja, was ist denn hier los? 91. Minute. Ja, Wahnsinn, geil, 2-2. Wir haben es ja doch noch hingekriegt. Wir haben uns doch noch einen Punkt gesichert. Das ist ja in dieser Saison schon viel wert. Auch was die Mannschaft leistungsmäßig schafft. Will ich gar nicht abstreiten, dass das eine sensationelle Idee ist, dass der Trainer wirklich gute Leute da jetzt einintegriert hat. Und auch Spieler, die man noch nie gesehen hat, spielen auf einmal wie eine Eins. Aber gut, ist ja, ja. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann am Ende das 2-2 gerettet. Wir hatten noch eine riesen 100.000-prozentige Chance, also wirklich 100.000er. Ich weiß nicht, was der Mann da... wir stehen alleine vorm Tor. Die Flanke kommt rein. Und unser, wie gesagt, es ist eine Spielsituation, die jedem passiert. Aber du stehst alleine vorm Tor und kriegst deine Beine nicht reguliert. Stolperst dann hin und der andere hinten, der dann den Ball kriegt, schießt ihn dann ans Außennetz. Ja, super. 2000-prozentige Chancen, vollkommen für einen Eimer. Keiner hat's super rausgespielt. Und dann der eine kriegt die Füße nicht zusammen und der andere weiß nicht, wohin er schießt. Meine Güte, ey. Da kriegst du Tourette-Syndrom auf dem Sessel zu Hause. Echt. Ja, nichts gegen die Person, die sie haben. Die sind gebeutelt genug, aber echt, das ist ja Wahnsinn. Ja, 2-2. Wieder mal gerettet, das ist doch gut. Ja, wir hätten den Sieg gebraucht, um mal oben ranzukommen. Wir sind jetzt mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 3. Ist alles noch in Ordnung? Ist alles akzeptabel? Wir haben andere Zeiten erlebt. Ich möchte da nichts Negatives zu sagen. Aber mit ein bisschen mehr Konzentration, mit ein bisschen mehr Aufwachen, schon von Anfang an, hätte das nicht zu einem Punkt führen müssen. Es hätte auch 3 Punkte geben können dann. Aber gut, ist halt so, macht nichts, weitermachen. Nächste Woche Auswärtsspiel in Kiel, das letzte der Saison. Dann ist nämlich Winterpause bis Ende Januar. Ja, und Kiel ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer, ne? Samstagabend, 20:30. Ja, mal gucken, ne? Kiel wird es uns nicht so einfach machen und einfach mal die Tore herschenken. Wobei Karlsruhe hat das auch nicht gemacht, sondern die haben auch gekämpft, ja, und haben auch versucht, die 3 Punkte zu halten. Aber wir waren halt dann mal ein bisschen spielerisch stärker und haben uns dann halt eben auch was erzwungen. So. Aber bei Kiel wird das nicht stattfinden. Kiel möchte nämlich oben dran bleiben. Sie sind nämlich im Moment Tabellendritter, auf die wir 4 Punkte Rückstand jetzt haben. Und es wäre schon ganz sinnvoll, wenn die Mannschaft es dann nächste Woche machen würde, dass sie von Anfang an mal wach ist und auch mal dagegen geht. Und nicht überlegt, ob sie überhaupt und wie sie überhaupt und was sie überhaupt. Ne? Deswegen, nächste Woche Kiel, Auswärtsspiel. Da gibt es natürlich nachher später dann wieder die Spieltagsanalyse. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ich hoffe besser. Aber das sehen wir dann nächste Woche. Ja, und dann haben wir auch schon wieder, das Jahr ist dann schon wieder zu Ende. Wir haben jetzt schon wieder Halbzeit im Dezember. Fast Halbzeit. Und dann haben wir noch 2 Wochen jetzt bis zum Heiligabend, weil uns fehlt ja dieses Jahr eine Woche, weil Heiligabend auf den 4. Advent fällt. Ist ja sozusagen die eine Woche weg, die zwischen Heiligabend und Silvester liegt. Ja, und dann gucken wir mal, was wir so machen und wie wir so machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
schönes Wochenende, entspanntes Wochenende. Ja, wir hören uns, sehen uns und so weiter. Bis dann, ein wunderschönes Wochenende und ciao.